Beifahrer bei Walter Röhrl. Eine Ehre, die viele Sie sich natürlich gerne wünschen. Was halten Sie generell von E-Mobilität? Ja, die wird sich nicht aufhalten lassen. Das momentan würde ich sagen, hat sie eine Berechtigung im urbanen Verkehr. Da gibt's, ist in Ordnung. Dazu müsste aber auch die Automobilindustrie überlegen, ob ich Autos bauen muss, die 1000 PS haben oder 1500 PS. Die müssten vielleicht kleine Autos bauen, wo einfach der im urbanen Verkehr unter der Woche in die Arbeit fährt und dementsprechend also mit viel, viel, viel weniger Batterien zurechtkommt. Also wir reden immer von Nachhaltigkeit. Ja. Und Nachhaltigkeit kann nicht sein, dass wir von den 1,3 Milliarden Autos auf der Welt, dass wir da 500 Millionen einfach stehen lassen und uns Elektroautos kaufen. Das kann es nicht sein. Also man muss da eine Lösung finden. Und da ist eben die synthetische Kraftstoff eine ganz tolle Möglichkeit, dass man da ganz schnell was wirklich Effektives für die Umwelt macht. Was wir haben, unseren ganzen Wohlstand, das haben wir dem Auto zu verdanken. Ja. Da gibt es keine Diskussion. Und der normale Bürger, der sich sein Auto vom Mund runtergespart hat, der 15 Jahre sein Auto fahren will, der kann es weiterhin betreiben und ist umweltfreundlich und muss nicht das Auto nach 5 Jahren wegwerfen, weil jetzt plötzlich die Politik will, dass er nur noch elektrisch fährt. Wenn Sie sich heute in einem Plenum befinden mit vielen Politikern und Entscheidern, die was entscheiden dürfen und was verändern können, was würden Sie der Politik auf den Weg geben? Die sollen sich eben, was wir schon gesagt haben, die sollen sich mal alle Techniken anschauen, die sollen eine Technologieoffenheit zulassen und dann werden sie in ganz kurzer Zeit überzeugt werden, dass es viele Alternativen gibt zu dem Weg, den sie heute beschreiten. Es ist ja auch legitim, Elektromobilität. Das ist in Ordnung. Das werden wir auch wahrscheinlich, das werden wir nicht mehr abdrehen können. Aber es gibt auch Alternativen dazu. Es gibt ideale Betriebsfelder für Elektro und es gibt es für Verbrenner. Und das sollte man einfach beibehalten und nicht zu sagen, es gibt nur eine Möglichkeit. Und alles andere außer Acht zu lassen, das ist das, was ich verurteile. Ich glaube, das ist auch ganz schwer nachzuvollziehen, warum man sagt, wir setzen alles auf ein Pferd, nur Elektro. Ja, das ist. Und aus dem Tabu etwas anderes überhaupt anzusprechen, da müssen wir rauskommen. Absolut, genau. Und das ist ja einleuchtend. Selbst wenn sich das Elektro wirklich einmal komplett durchsetzt, wird es nicht in den nächsten 30 Jahren passieren. Bis dahin. Weil Europa jetzt, das kann vielleicht ein bisschen schneller gehen, aber der Rest der Welt, und es gibt 1,3 Milliarden Autos auf der Welt, und da muss man möglichst schnell was tun, dass die einfach umweltfreundlicher werden. Für mich ist das Autofahren nicht Mittel zum Zweck. Ja. Für mich ist jede Autofahrt eine Freude. Daraus habe ich meinen ganzen Lebensmut habe ich da geschöpft. Und wenn ich heute überhaupt nicht mehr fahren dürfte, da würde ich depressiv werden. Also ich will die Freiheit haben. Ich möchte ein bisschen genießen, dass ich was sehe von der Welt. Und das kann man nicht einfach den Menschen verbringen. Da sind Sie. Auch dein Auto kann Klimaschutz. Erfahre mehr auf efuel-today.com.